haben wir auch nur 4, ist auch nicht viel, ne? Entschuldigung. Ein Boah. So. Nochmal so ein Stück Energie. Fände ich ganz gut. Ganz gut. So machen wir unser ganzes Dorf voll hier mit den Viechern, ey. Kein Lebensupgrade für uns. Super. Well done, young one. Yet this is but the beginning of your journey. To find the next fuse, you must venture to the forlorn desert. Only the wise shall gain entry to the domain of the progenitors. Good luck. There are still imprisoned lords. Ja, ich weiß. Please release more of them. Das ist aber tatsächlich so, wie ich gesagt habe, ne? Also alle 5 kriegt man quasi ein Upgrade. Das ist ja mal blöd. Das ist wirklich blöd. Oh, super. Ich habe jetzt natürlich schon welche verpasst, ne? Also ich hätte jetzt schon 3 Upgrades haben können. Und stünde eigentlich kurz vor dem 4. Und ich habe stattdessen 1. Mhm. Geil, ne? Find's auch gut. Nicht. Oh, hier gibt's bestimmt so Sandkrabbelviecher, die aus der Erde kommen, oder? Oder auch nicht. Nochmal mit. Fupp. Das Schöne ist, jetzt können wir uns nämlich das Upgrade holen. Ja, ja. Freu dich deines Lebens, ist okay. Ah ja, genau, der läuft ja sogar so. Zu großen Schritten, wo der irgendwie auch immer eine halbe Sekunde in der Luft hängt. Also wie im richtigen Leben halt natürlich. Okay, super. Oh, brauchen wir noch mehr Kisten. Warum speichert der jetzt? Ich finde es vollkommen in Ordnung, aber warum tut er es jetzt? Hi. You have shown great kindness, Skylar. To reward you for your hard work, I have increased your health. Sehr nett von dir. Ich habe gerade verzweifelt versucht, mit meinem Fuß an meinem Headset-Kabel irgendwie wegzukommen davon. Ich kriege ja gar nichts dafür, ne? Jetzt ist es mit dem Schwimmen vielleicht doch nochmal überlegungswürdig. Was haben wir hier? Ach, auch nur wieder Währungsbonusbereich. Entschuldigung. Hi. Okay, eine verfluchte Wüste. Auch nicht so geil. Was ist das? Kann man da hochklettern? Nee. Ah, okay, wir sind schon im nächsten Bereich. Und wie viel gibt es? Auch wieder 18? This place gives me the creeps, Skylar. Old Blue Stuff always told me not to come here. I guess this is an emergency, right? Well then, onward! Nee, ich guck mich erstmal zurück oben hier. Nein! War okay. Schlecht. Stürzt mich nicht ab, Spiel, ne? Achso. Entschuldigung. Ich dachte, ich wäre schon durch den Bereich gegangen. Mein Fehler. Na gut, die Ladepausen sind wirklich schnell, ne? Liegt wahrscheinlich aber auch an der PS5. Ich bitte euch, hier muss doch wirklich... Hier muss doch ein Käfig sein, oder? Ja, wobei, da besteht schon eine Gefahr, dass man auch runterfällt. Also, sind so Zeitdinger oder was? Ja, tatsächlich. Meins. Welcome to CRT's Sandbox Funtime Land. Out with the old, in with the new. Ach, 10 Käfige gibt es, sehe ich jetzt erst. That explains a lot. Anyway, you stretch your legs plenty now. You got yourself a pet bird. There's really nothing else to see here. Just some crusty old ruins that are impossible to get into. I mean, trust me, I've tried. I'm pretty smart, right, Bob? Oh, certainly, sir. Quite so.
Der Bob, der klingt so ein bisschen wie Butters auf Englisch. Von South Park. Gibt's denn eigentlich noch nicht den Butters, sondern Pip? Pip, so hieß er. Das ist wieder so ein Ding. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Mensch. Ich muss doch irgendeinen Grund haben. Wobei ich das jetzt schon im zweiten Level sehe. Entschuldigung. Oh, die kam so plötzlich. Eieiei. Ja, okay. Also ich wette, wenn wir das irgendwie aktiviert bekommen, dann kriegen wir doch irgendwas für. Neuen Bereich oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Wird sich zeigen. Früher oder später wahrscheinlich, ne? Von da kamen wir. Das heißt, wir müssen jetzt hier entlang. Map. Okay. Fratzengeballer! Alter, der war gut. Ja, der war nicht so gut, super echt. Aber warte mal, das Upgrade, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Herzen haben wir jetzt. Das erste hat uns direkt 2 Herzen gegeben, ne? Jetzt das letzte leider nur 1. Aber gut, ne? Ist auch besser als gar nichts. So. Ja, das geht doch schon ganz gut mit dem Move. Alles ist jetzt Mega Man-Plattform? Nein, oder? Tatsächlich, ist eine Mega Man-Plattform, aber ein bisschen freundlicher auf jeden Fall. Nein. Machen wir lieber nochmal ab. Ich werde das Geräusch. Ah. So. Wow, du lebst ja noch. Warum lebst du denn noch? Hey now, if you're quite done destroying all my hard working robots, we'd get all this done quicker if you just work with me. They're all attacking us, you bucket of bolts. Okay. Attacking you in self-defense. Right, Bob? Actually, sir, the avian is correct. We programmed them to pacify outdoors. Oh, checkpoint, nice. Oh, right. No one ever comes here. The elder said this place was cursed. Or was it sacred? Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht so schlimm, weil, hier direkt der Checkpoint ist. Da kamen wir her. Hey! Scheiße! Oh Gott. Jetzt hat er mal geklappt, sehr gut. Kommst du mal bitte so, vielleicht? Ja, danke. Zip. Zurückschlagen? Fuck you. Alter, das war knapp. Du bist weg. Aber so weit kommst du nicht, oder? Das interessiert wirklich nicht, wenn ich hier hinten bin. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Ich habe gerade mal einen gottverdammten... Ui, Alter. Huch, Käfig gefunden. Oh Gott. Also ich bin ja unbesiegbar, wenn ich diesen Roll-Move mache. Wie geil ist das denn? Scheiße. Okay. Wie viele Gegner es einfach sind, ne? Völlig krank, wirklich. Links, rechts. Ah, da hinten ist noch ein Käfig, glaube ich, ne? Oder irgendwas hat auf jeden Fall geleuchtet. Auch ein sehr befriedigendes Geräusch, auf jeden Fall. Also jetzt nicht die Bremse, die ihr gerade gehört habt draußen. Sondern wenn man hier diese Vasen kaputt macht. Richtig schönes Klick. Ja. Haha. Aber wie ich mir jetzt aber wünschen würde, dass so wie bei Wolfenstein einfach irgendwie die Reihenfolge angezeigt wird, sodass es jetzt der zweite Käfig ist, den ich jetzt erst finden kann. Von der Chronologie her. Das wäre natürlich geil, aber man kann ja nicht alles haben, ne? 1. Das ist hart. Aber wie komme ich denn da rein? Irgendwie das Gefühl, als hätte ich hier irgendwas vergessen. I'm far away from Sunny Smile Isles now. Sure hope Papa doesn't come back to get me while we're still away. No, I know. Okay, man kann ganz normal durch. Das ist interessant, okay? Hm.
Kleine Flammen. Mehr machen wir mal, ne? Analysis complete. Time orb obtained. Created by the progenitors, this ancient relic will slow down the flow of time when injected with energy. Upon activating a time pedestal, it sustains a sphere that accesses an ancient point in time. What? Ich hab's nicht verstanden, tut mir leid. Ach so, jetzt ralle ich das erst. Das Objekte verschwinden, je nachdem, in was für einer Dimension wir uns befinden. Ah, oh, gibt's denn vielleicht dann nochmal so einen geheimen Käfig so? Nein, warum nicht? Ich muss doch Käfige sammeln, Mensch. Nein. Also eigentlich muss ich keine Käfige sammeln, ich muss die einfach retten, die Gefangenen. Aber Käfige sammeln klingt besser und das sieht natürlich auch sehr interessant aus. Ja. Ach, das ist, damit ich dann über die Plattform komme, verstehe. Ich komme noch gar nicht hin. Ah, dahin. Seht ihr es? Da. Nein! Oh, es ist so schlecht. Ja. Komm. Ich krieg's nicht hin. Ich halte es nicht aus. Warum rutscht ihr wegen dem Scheiß ab, Mann? Alter. Ja, das war's. Der geht down. Schwing. Nein, das war okay. Bleib in der Dimension. Das ist voll okay. 617. Ein Käfig. Ein fucking Käfig. Das ist so wenig, ne? Wie gesagt, von 10. Ah, das ist der Starrsinn. Jetzt macht er die Fähigkeit sogar Sinn. Ups, Entschuldigung. Ja. So, jetzt nicht sterben. Hau ab. Joa, ne? Ich weiß, ich mache jetzt heute nur komische Geräusche, aber es sind auch einfach spannende Sprünge. Also nicht, weil die so schwer sind, aber die ist so ein bisschen schlitterig, die Steuerung. Und wir sehen unten einfach zwei Einblendungen. Super, das ist natürlich geil. Wop. So. Mit E1 mache ich das, okay. Ah, okay, das ist doch nur der Tod. Schade. Gut. Jetzt kaputt machen! Energie direkt wieder bekommen, so muss das sein. Ah, okay, jetzt kann ich, glaube ich, immer diese Dinger hier aktivieren, ne? Oh Gott! Nein, es wird okay! Meine Nase, ja. So. Hm.